Mächtig thront sie über Passau, die Feste Oberhaus. 100 Meter über der Stadt und ihren drei Flüssen, auf dem Gneisrücken des St. Georgsberg, über dem Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz. Schon von Ferne zieht sie die Blicke auf sich und lässt auch heute noch keinen Zweifel daran. Diese Burg ist uneinnehmbar. Wer sie besaß, beherrschte das Reich, das Land und die Stadt und gehört mit 65.000 Quadratmeter umbaute Fläche zu den größten und mächtigsten Burganlagen Europas. Drehen wir das Rad der Zeit zurück und blättern in den Geschichtsbüchern, wie das damals wohl gewesen sein mag. Der Bau der Festung wurde 1219 von Bischof Ulrich II. Begonnen. Das Oberhaus sollte die soeben ausgeweitete bischöfliche Machtstellung unterstreichen und auch architektonisch weithin sichtbar machen. Ulrich wollte mit dem Castrum in Monte Georgi, wie er es nannte, von Anfang an eine repräsentative Residenz als auch eine Trutzburg schaffen für eine ausreichende Sicherheit. Aber auch einen ausreichenden Schutz vor potenziellen Angreifern bzw. etwaigen Feinden. Und dazu zählten damals vor allem auch die nach Unabhängigkeit strebenden Passauer Bürger. Das Oberhaus wurde im Laufe seiner Geschichte 5-mal belagert. Man konnte sich aber jedes Mal gegen die Angreifer behaupten. 1298 und 1367 waren die Passauer Bürger selbst die Belagerer, als sie versuchten, sich gegen den Bischof zu erheben. 1298 nahm der Bischof die Stadt dabei so stark unter Beschuss, dass sie schwer beschädigt wurde und sich die Bürger wenig später geschlagen gaben. Als Folge der Belagerung von 1367 wurde im Jahr darauf der Verbindungsweg zwischen Ober- und Niederhaus mit einem von Mauern gesäumten Wehrgang abgesichert. Bischof Otto von Lohnsdorf lässt die Feste zwischen 1255 und 1256 im größeren Stile weiter ausbauen. Aufgrund von Neuerungen in der Kriegstechnik und der Bedrohung durch die Türken wurde die Burg schnell zu einer modernen Landesfestung ausgebaut. Unter Bischof Urban von Drenbach wird der äußere Burghof in drei Seiten von Gebäuden, dem Benefiziatstöckel, der Kommandantur und dem Zeughaus umstellt. Die Vorburg ist wohl erst Mitte des 14. Jahrhunderts mit einer Wehrmauer umschlossen worden. Ein fünfstöckiger Torturm mit Zugbrücke gewährte den Einlass.
im Jahre 1444. Schließlich war es ein gewisser Ennea Silvio Piccolomini, niemand anderer als der spätere Papst Pius II., der dem Oberhaus mit seinen prächtigen Sälen und Gemächern, die beim Betrachter den Eindruck hervorrufen, es gebe weitum nicht so herrliches und sicheres, größte Anerkennung zukommen ließ. Als Bischof Otto von Lohnsdorf die Feste im größeren Stile weiter ausbauen ließ, bestand unter anderem schon die Burgkapelle St. Georg, welche der Ausgangspunkt der Feste Oberhaus gewesen sein dürfte. Der große Saalbau zur Stadtseite hin stammt aus der Zeit des Fürstbischofs Christoph von Schachner. Bei der Restaurierung des Schachnerbaus wurde an der Außenmauer eine spätgotische Fassadenbemalung sowie das prächtige Schachnerwappen und die Jahreszahl 1499 wiederentdeckt und wiederhergestellt. Die Feste Niederhaus entstand wesentlich später als die höher gelegene Feste Oberhaus und wird erst 1359 urkundlich erstmals genannt. Der Zweck war, den Zusammenfluss von Inn, Donau und Ilz direkt zu bewachen und die Feste Oberhaus nach Osten abzusichern. 1932 übernahm die Stadt Passau das Oberhaus und richtete dort zunächst in 5 Erdgeschossräumen des Fürstenbaues das Oberhausmuseum ein.